Hey, hallo Leute, willkommen in ein weiteres Fortnite-Item Shop Video für euch am Start. Wie immer eine Sache vorneweg, falls ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne den Creator-Code LDDAFO benutzen. Und damit zurück zum Shop. Was haben wir denn Feines? Wir haben, einen neuen Skin und Magma ist wieder da. Sehr, sehr geil, gucken wir uns gleich an. Wir starten natürlich links bei Birdie. Das müsste, ja, ein Golf-Set sein, ein Golf-Skin. Aber der kostet 1200. Ist doch so ähnlich wie der Tischtennis-Skin, sogar dasselbe Gesicht, aber... Wieso ist das ein Corona-Skin und kostet 1200? Da stimmt doch irgendwas nicht. Schon wieder ein Fehler im Shop, oder? Gestern das mit der Sonnenblume, heute dieser komische Skin für 1200, obwohl es ein Corona-Skin ist. Alles sehr, sehr seltsam, aber immerhin klingt der Golfschläger nach einem Golfschläger. Da kann man absolut nichts gegen sagen. Sonnenvogel, das ist ein geiler 1200er Skin sogar, mit Rückenaccessoire, den Flügeln, habe ich mir auch direkt gekauft. Leider kann ich euch nicht mehr zeigen, wie der ohne die Maske ausschaut, weil wenn man... den Skin kauft, kann man aus welchem Grund auch immer die Stile nicht mehr auswählen. Naja, auf jeden Fall stellt euch einfach vor, ohne Maske sieht er nochmal ein Stückchen geiler aus. Ich spiele ihn auch immer nur ohne Maske. Und der Hypnor, hier kann man den Stil auch nicht mehr auswählen. Konnte man das überhaupt jemals? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, Rückenaccessoire, ja, geht so. Der weibliche Skin ist auf jeden Fall um einiges besser. Und Arc-Stack, von der bin ich auch jetzt nicht unbedingt überzeugt. 800 ist ein bisschen teuer dafür. Sonnenaufgang hingegen, das ist ein cooler Gleiter, weil der so nacheinander diese Streifenflügel so aufklappt. Ich finde das mega geil. Diese Holzpaletten, super. Super Gleiter, wirklich. Also weiblicher Skin und der Gleiter ist das Beste vom Set. Der Magma, die geilste Lackierung, die es im Spiel einfach nur gibt. Guckt euch an, wie das da hin und her fließt. Das sieht so geil aus, wirklich. Es gibt einfach keine bessere Waffenlackierung. Die ist natürlich sehr auffällig, muss man auch dazu sagen, aber die sieht halt auch einfach mal verdammt geil aus. Wirklich jede Waffenkategorie, ach sogar der Bogen, den gibt es ja mittlerweile auch dazu. Sieht aus, als ob man ein heißes Marshmallow oder sowas wegfeuert. Super guter Skin. Dann noch ein Skin, den ich mir mittlerweile gekauft habe, oder schon vor längerer Zeit besser gesagt, der Vokuhila-Fatzkin mit seinem 70er-Jahre-Outfit und dem Schnurri. Super gut. Der Ghetto-Blaster, den benutze ich hin und wieder bei dem Disco-Skin, den ich immer... benutze und Fackelwirbel. Super guter Tanz, da lasse ich euch mal kurz mit der Musik alleine, denn die ist echt genial. Ich finde, der ist so ähnlich wie der Leuchtstäbe-Tanz, den ich mir schon gekauft habe, deswegen habe ich mir Fackelwirbel nicht auch noch gegönnt. Ich finde, die schlagen so ein bisschen in die ähnliche Kerbe rein, man braucht eigentlich nur einen von beiden. Und der Boxenstopp, der weibliche Taxifahrer-Skin, einer der OG-Schwitzer-Skins vor dem Herrn, finde ich auch besser persönlich als der männliche. Und der Koaxial-Heli, ja, was soll man dazu sagen? Mega fetter Technik-Heli, mir persönlich zu laut und zu groß, aber der sieht einfach geil aus. Und vor allem wirbelt der wirklich schnell hin und her. Die beschlagene Hacke, ach, die finde ich jetzt wirklich nicht so toll. Also ich finde, die hat jetzt nichts an sich, was die 800 irgendwie rechtfertigen würden. Selbst als 500er Hacke würde ich es mir wirklich zweimal überlegen, bevor ich mir die kaufe. Ich finde, es gibt wirklich viel, viel bessere Hacken. Und zum Schluss haben wir noch den Schattenboxer, 200er Emote. Diesmal kein 500er Crab, sondern ein cooles Emote, was sogar erst vor einer Woche ungefähr rausgekommen ist. Ich finde das wirklich mega geil. Eine richtig coole Choreografie und dann geht er auch noch unendlich lange durch. Für mich mit dem Sound auf jeden Fall eigentlich fast ein 500er Tanz, wenn da noch ein bisschen Musik dabei wäre. Eigentlich in jedem Aspekt besser als zum Beispiel dieses endlose Rad, was auch 500 kostet. Von dem her schon ziemlich nice. Eigentlich ein sehr cooler Shop, aber dieser grüne Skin für 1200, der irritiert mich immer noch. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao.